sehe, Melina. Ja, ja, du bist so schön. Na, der berüchtigte Birdie. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass Sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Habe ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen nicht ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut, Mann. Ach, wirklich. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Dodi, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe dieses Hirn. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt, er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay. Die alte Sonne. Agency. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja! Lass ihn los. Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Die finden Sie, wenn Sie sie verarschen. Aber wenn ich Ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen Sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's mir. Jetzt verschwinden Sie, Birdie. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. Du denkst so, du kannst mich abservieren, was? Daraus wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Genauer gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Ja, welcome to Hope und damit willkommen zurück zu Hitman Absolution. So, wir drücken alle erst einmal F1. Die Zündholzschachtel in Wades Tasche hat mich ins Great Balls of Fire geführt. Eine Bar an der Straße am Rande von Hope, South Dakota. Wenn ich Lenny finde, finde ich auch Victoria. Ich habe etwas versprochen. Dem Mädchen und einem sterbenden Freund. Bis jetzt habe ich beide enttäuscht. Ich bringe es wieder in Ordnung. Lenny, Dexter, Travis. Alle werden bezahlen. Sehr gut. Der Barmann weiß Bescheid. Der Barmann weiß immer Bescheid. Er wird mich zu Lenny führen. Hey, was geht an?
Der Türsteher wird nicht gerade freundlich mit Fremden umgehen. Okay, schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Was soll der Mist? Was hast du jetzt zu suchen, Fremder? Blödes Arschloch! Biker-Schwuchtel! Wer ist hier eine Schwuchtel? Oh, was war das denn? Oh Gott, Quick Time Events. Schwimmling, komm her, komm her. Ah, du bist gemein. Oh Gott. Sind sie zu ihm oder sind sie zu ihm? Hey, hallo, scheiße, Mann! Dein Arsch hier raus! Wir wollen hier keine Feuer! Ja! Lass die Verstärkung! Lass bitte um die Seite! Schatze! Ach, da hinten sollen wir hin. Hey, ich arbeite hier, okay? Bitte tun Sie mir nichts. Ich arbeite hier nur. Beim Friseur. Jeden Tag um Schlag 12. Hey, Kumpel. Was macht das Landleben? Sind die Leute nett zu Ihnen? Gehen Sie bei Gelegenheit mal in McGarmans Waffenladen. Hab ein kleines Geschenk für Sie. Was war das denn gerade für ein anderer Glatzkopf? Gut, das war relativ einfach. Wollen wir mal direkt auf Weiter klicken. Sir, das wird Sie interessieren. Sogar sehr interessieren. Was? Ein Geschenk von einem alten Kontakt. Er war einige Jahre unsichtbar. Codename Birdie. Wenn ich den Codenamen Birdie hätte, würde ich auch anzwitschern. Diesem Birdie, was er will. Finden Sie 47, egal wie. Das sind meine. Nur wenn Sie die Quittung haben. Ich könnte sie mir nehmen. Sie sehen nicht aus wie ein Dieb. Diebstahl wäre es nicht.
Tja. Ich sag Ihnen was. Schießen Sie besser als ein Mädchen, verkaufe ich Sie. Meinen Sie denn, Sie kriegen das hin? Das kommt ganz auf das Mädchen. Die Auge hätte keine Chance gegen meine Mimi. Mal sehen, was sie kann. Alrighty, right. Schauen wir erstmal auf Steuerung 1 Birdie, auf F1. Er hat mir meine Silverballers als Bezahlung abgenommen. Jetzt gibt er sie mir zurück. Aus irgendeinem Grund will er gutes Wetter machen. Kann ich ihm trauen? Oder gilt seine Loyalität lukrativeren Geschäftspartnern? Egal. Bevor ich mich um Lenny kümmere, hole ich mir meine Waffen zurück. Ich habe mich viel zu lange treiben lassen. Meine Silverballers sind sicher verwahrt. Ja, dann wollen wir uns doch mal die Silverballers zurückholen. Hey, merkst du noch was? Oh, hey, Cowboy. Dann wollen Sie gegen mich antreten? Suchen Sie sich dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren gegen mich. Munition haben wir genug. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Alright, Schnuckelchen. Oh. Shit, nochmal. Gut, das hätten wir. Dann brauchen wir jetzt noch Waffen. Glotz mich nicht so an, du Viecher, kleiner Sturm! Hey, schon gehört? Lenny ist wieder da. Ach, scheiße. Es war so schön ruhig hier ohne den Schwachkopf. Ja, aber was will man machen? Ihm eine Schrotflinte in den Arsch stecken und ihm das Hirn wegblasen? Oder wir rammen ihm ein Stierhorn in seinen... Wie komme ich denn jetzt hier an Waffen? Ja, aber das würde ich immer... Also, ich, haben Sie auch Schrotpatronen? Hinten sein, bei der ganzen anderen Munition. Ja, da habe ich nachgeguckt, aber ich finde keinen. Tja, wissen Sie, heute Morgen war noch was da. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, und er hat den ganzen Tag geflucht wie ein räudiger Köter. Hä? Unsere Großstädter haben echt keine Manieren. Nein, ich meine, ein-, zweimal fluchen, okay. Das mache ich auch. Aber ständig? Der hört sich an wie Ingo von Game One oder Game Two jetzt. Von den Rocket Beats. Die denken vermutlich, nur weil sie das F-Wort sagen, sind sie was Besonderes. Ja, so redet nämlich in Wirklichkeit kein Mensch. Genau so. Kommt der denn her? Woo!
Gut, das läuft doch bisher ganz gut. Nachladen. Nicht schlecht. Warum versuchen wir es nochmal mit einer anderen? Ja, ich versuch's nochmal mit einer anderen. Hey, wo soll's denn hingehen so schnell? Kann ich Ihnen helfen, Miss? Hi. Ich würde gerne eine Waffe kaufen. Na, dann sind Sie hier ja genau richtig. Wie geht's? Ist nur die Frage, welche wir nehmen. Kann ich mal eines testen? Klar. Gut, sabotieren wollen wir jetzt erstmal nicht. Oh. Die sind natürlich auch ganz schick. Eliminieren? Nee, brauchen wir jetzt so auch nicht. Na, die könnte... Das ist doch... Ist das die gleiche wie bei denen? Nun gut.
Sie haben die Silver Warlords. So, darf ich jetzt den Waffenladen verlassen? Ja. Das ist noch sehr einfach. Was du nicht zusammen mit, ja, ich erinnere mich. So, Tür öffnen und auf Wiedersehen, Freunde. Sehr schön, den Wettbewerb haben wir ohne Probleme gewonnen. Das sag ich einfach mal so.